Aber den will ich nicht machen. Da habe ich Angst vor. Na, wollt ihr nicht sterben? Wohl nicht. Aber ich will's auch nicht. Okay, wir müssen hier runter. Und hier kämen wir schon wieder in das dunkle Gebiet. Will ich noch nicht. Sehr gut, wir sind wieder voll mit Lebenspunkten. Schade, dass man keine Kiste Gold kriegt, wenn man einen Gegner tötet. Das wäre noch schöner. Der graue Baron. Ach, du ahnst es nicht. Die sind hier alle wirklich hart. Da brauchen wir noch einiges an Verteidigung. Gut, gehen wir wieder nach oben. Gucken wir uns hier mal um. Das war so klar. Okay, ich hätte gerne ein Hühnchen. Nur eins. Das würde mir schon reichen. Schade, da braucht man den Zwerg zu. Okay, dann auf die andere Seite. Ach, das bringt gar nichts. Hier kommen wir gar nicht weiter. Na, wenn das so ist, gehen wir links rum und ab nach oben. Von hier sind wir ursprünglich gekommen, aber man kann noch nach oben. Okay, wir holen uns die Lebenspunkte gerade alle wieder, die wir vorhin verloren haben in der Hölle. Guten Tag. Kein Ziel? Sowas wie, erleide keinen Schaden? Oh, ich weiß auch warum. Das wird nachher richtig eklig darin. Ist nicht. Er geht weiter. Denn die Viecher bewegen sich ja auch noch. Alles kaputt machen. Sehr gut. Ah, unten geht's auch noch weiter. Ich denke mal, da werden auch noch so einige Gegner auf uns warten. Und vielleicht sogar eine Kiste? Nein, keine Kiste. Na gut, muss ja auch nicht. Wir sind ja so schon reich genug. Unser Schloss ist komplett ausgebaut. Hier ist noch eine Rune. Die Bounty-Rune. Kopfgeldjäger? Bounty Hunter? Könnte sein. Autsch. So ist gut. Hoffentlich kommen wir bald in den Wald. Wir werden nicht gegen den Boss im Wald kämpfen. Das werden wir sowieso nicht schaffen. Das habe ich eben gerade ja versucht mit euch. Ah. Okay, nee, so ist doof. So ist besser. Sehr schön. Noch ein bisschen Gold abkassiert. Und ich rieche Bruno Banani. So. Und wir sind auf der anderen Seite. Hier geht's in den Wald. Perfekt. Da wollte ich hin. Und die Truhe nehmen wir auch mit, die hier irgendwo zu sein scheint. Ja, da ist sie. Dankeschön. Ach, wenn wir nur mehr Geld bekämen. Ups. Ist jetzt aber nicht schön, dass du mich gehauen hast. Böses Skelett. Sehr gut gemacht. Okay. Komm voran. Wir kriegen Kohle.
Würdest du dich mal umdrehen, wenn ich dahin drücke? Habt ihr das gesehen? Der ist immer nur nach links gesprungen. Aber ist nicht, hat sich nicht umgedreht. Sehr gut. Alle Zauberer sind weg. Jetzt kommst du als nächstes dran. Aua. Okay, kämpfen wir unten weiter. Unten ist es viel schöner. Hier habe ich nämlich mehr Platz, um euch zu besiegen. Sehr nice. Okay, hier gibt es wieder eine Truhe, die will ich haben. Oben komme ich an die Truhe ran, aber hier sind auch ganz viele Blobbels. Ah, die mir aber auch Lebenspunkte wiedergeben. Und das nicht zu knapp. Nice, dankeschön. Ist noch mehr hier? Nö, das war's. Aber oben geht's weiter. Okay. Puh. Alle tot. Defeat all enemies. Das müsste ich schaffen. Sind nur Blobbels. Stirb, du böser Blobbel. Gut, der ist auch tot. Boah, noch mehr Blobbels. Was ist hier los? Das ist eine Blobbel-Party. Solange man immer nur leicht nach vorne geht, geht's eigentlich. Ihr werdet auch eklig. Einer ist noch. Sehr schön, geht doch. Und wieder eine neue Rune dafür bekommen. Die Bounty-Rune für Escape. Wir haben dennoch nicht alle Runen. Es fehlen immer noch sehr, sehr viele. Okay. Der Wolf muss gleich weg. Den machen wir so kaputt. Dich machen wir so kaputt. Dann werden wir von unten auf das Pferd raufsteigen. Das muss man erstmal schaffen. Blobbels! So, alle Blobbels kaputt. Komm, gib mir... Nicht nur Lebenspunkte, gib mir Kisten, gib mir Gold, gib mir alles, was ich kriegen kann. Alles, was ich tragen kann. Ah, wenn wir so vorhin gegen Alexander gekämpft hätten, das wäre Hammer gewesen. Okay. Gefährlich, gefährlich. Herrlich gefährlich. Gut. Bisher sind noch alle tot. Oh Gott. Eine Kiste. Na also, geht doch. Dafür lohnt es sich doch. Immer wieder. Und unsere Lebenspunkte sind auch fast voll. Uns fehlen bloß 2 Punkte. Autsch. Jetzt fehlen uns mehr. Aber hey, mit der ganzen Armor, die wir ausgerüstet haben, machen sie uns ja kaum Schaden. Von daher ist es egal. Wo könnte bloß der Bossraum sein? Es wäre noch interessant, in Erfahrung zu bringen. Denn ich bin versucht, nochmal gegen Alexander zu kämpfen. Genauso wie Keder. Keder haben wir auch wunderbar vernichtet. Auch wenn wir nur drauf gekloppt haben ohne Ende. Ohne sonderlich auszuweichen. Ja, Alexander war da schon interessanter. Da hatte man aber auch die Chance auszuweichen. So ist gut. Reach me. 3, 2, 1... Schafft man nur mit einer Laufrune. Die haben wir nicht.
alles mitnehmen. An Gold, das von der Decke fällt. 4.500. 12.000 ist immer noch unser Rekord. Mal sehen, ob wir noch mehr schaffen. Jetzt müssen wir erstmal weiter nach unten. Noch weiter nach unten. Das sind noch ein paar Pilze. Magic Mushrooms. Und rechts rum. Ah, schon wieder Salos. Nee, dich mag ich nicht. Aua. Hab gedacht, ich finde hier Alexander. Wo ist denn der? Muss der ja links unten sein, oder was? Okay, jetzt. Sehr gut. Okay, hier sind ganz viele kleine Alexanders. Aber die haben wir vernichtet. Und unsere Lebenspunkte fast wieder aufgefüllt. Ist auch kein Alexander. Sehr gut. Noch besser. Wir sind wieder voll. Und hier ist auch kein Alexander. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? So. Das Ganze geht auch noch baden. Und hier ist eine Truhe, aber kein Alexander. Hm. Naja, immerhin. Wir sind bei über 5000 Gold. Das ist okay. Reicht wieder für zwei Anstiege. Wir sind jetzt schon Level 107, meine Lieben. Da geht noch ein Weg lang und hinten links. Dann gucken wir erstmal hinten links und dann gucken wir weiter. Au. Sehr schön. Lauf! Gut, wir sind voll. Falls uns Alexander hier begegnet. Oh Gott, nee. Der Totenschädel raubt mir den letzten Nerv. Erleide keinen Schaden hier. Wie soll ich denn das schaffen? Ist nicht. Okay, ich will aber auch hier keinen Schaden erleiden. Wenn er nicht hier ist, dann muss er rechts sein. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach rechts. Gut. Natürlich triffst du mich, dummes Skelett. Alexander, bist du hier? Ja, hier ist er. Okay, nehmen wir noch schnell das Gold mit. Okay, auf geht's. Der zweite Boss. Der Boss des Waldes. Alexander, der Vergessene. Wieder einmal. So, ganz ruhig. Einfach ein bisschen durch die Gegend springen. Gerne auch mit Zaubern angreifen. Lebenspunkte, immerhin. Komm schon, komm schon, komm schon. Es werden zu viele Köpfe. Töten. So wird das nichts. So wird das nichts. Verschwinde doch mal. Aua. Wir müssen Alexander irgendwie töten. So wird das nichts. Oh, ich habe wieder Mana. Okay, unsere Lebenspunkte sind echt
echt schlecht dran. Aber das Gute ist, dass wir uns an diesen ganzen kleinen Viechern wieder halbwegs hochheilen können. Wenn ich sie denn mal treffen würde und sie mich nicht treffen würden. Dreck! Ich hätte die Sichel wieder einsetzen müssen. Dreieinhalb rein, immerhin. Wir haben viel geschafft. So, für den nächsten nehmen wir schon mal den Hokage. Der kann sich dann irgendwie bereitstellen. Das wird aber später stattfinden, der nächste Run. Denn ich mache jetzt erstmal eine große Pause. Vorher stufen wir noch Lebenspunkte auf. Wir brauchen dringend Lebenspunkte. Dreimal. Das dürfte reichen. Und mit 540 Gold im Gepäck gehen wir gleich rein ins Schloss. Jetzt haben wir gerade mal 177 Lebenspunkte. Ist nicht besonders viel, aber der Hokage, der wird ja wohl ein bisschen was drauf haben, oder? Ja, er macht sich zu einem Stück Holz und verschwindet einfach. Cool. Das hat was. Kostet bestimmt auch Magie. Ja, vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.